schwarzes Brett. POFAQ, allgemeine Leitfaden. Dann kommen erst die Tags da und dann kommt Verhandlungsvorbereitung. Ah, okay. Yes, zweitens gibt es Musteranklageschrift. Das machst du einmal auf. So, Moment. Ja, das werde ich nicht machen können. Ich arbeite mit einem anderen Schreibprogramm. Das formatiert das Ganze nicht korrekt. Eigentlich kannst du es so, wie es abgespeichert ist von Callahan, tatsächlich trotzdem öffnen, auch wenn du das Programm nicht hast. Also öffnen kann ich es. Das Problem ist, dass die Grafiken komplett verzogen sind. Okay. Pass auf, dann mache ich das. Wir machen das aber zusammen. Mhm. Wir haben heute den 22.09. Das kommt im Briefkopf an. Zur Verhandlung am, was ist denn Sonntag? Würde Montag bei dir passen? Also Bayless hatte jetzt, war zum Terminabsprache hier und hatte Sonntag gesagt. Kannst du am Sonntag nicht? Doch, kriegen wir hin. Dann machen wir Sonntag. Sonntag 20.30 hat er gesagt. Ist okay? Was musst du sonst sagen? Lass mich kurz überlegen. Ja doch, Sonntag 20.30 passt. Also am 24. September 20.30 Uhr. Er hat, glaube ich, 21 Uhr gesagt. Ist dir früher besser oder später? Später. 21 Uhr. Ja, dann machen wir 21 Uhr, weil ich glaube, ich hatte 21 Uhr gesagt. Ich glaube, den ist später auch besser. Ja, denke ich. So, dann das Prosecution auf. Wir treten durch den Vorsitz. Kenne. Da wird eigentlich der Kater zusammengeschrieben, ja, ne? Ja, D-A-K-A-T-A. Genau, aber das ist K groß, ne? Genau, richtig. Ja, gut. Kenneth Dakata hat, und den beiden. Hat damit zu tun, dass syntaktisch das da so eine Art Vorsilbe ist, die aber mit im Gesamtnamen ist. Mhm. Heißt übrigens nicht Livzane, sondern Olivia, aber ist egal. Ja, Zane. Hebt öffentliche Klage gemäß § 3 Absatz 1 COCP in Verbindung mit § 12 Absatz 2 COCP wie folgt. Dann haben wir einmal das Aktenzeichen. Magst du mir das nochmal verraten? Moment, suche ich sofort aus. Da haben wir das Aktenzeichen 27612. 27612. Angeklagter Phineas Taylor von Richmond. Korrekt. So, jetzt kommen wir zu den Vorwürfen. Scheiße, jetzt weiß ich die nicht auswendig. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung, Vermummungsverbot. Ja, nee, die Paragraphen meine ich. Ich schreibe nur die Paragraphen hier rein. Okay, Moment, warte, sag ich dir sofort. Also wir haben definitiv Paragraph 6. Paragraph 6 Penal Code. Ja, genau. 23, glaube ich. Dann haben wir, ne? Moment. Criminal Code, da ist er. 23 müsste der Widerstand sein. Ich würde immer das, was wir quasi als härtestes ansehen, auch nach oben setzen. Das heißt, okay, dann haben wir... Genau, Widerstand gegen Verschreckungsbeamte. Muss der 23 ist, sein? Moment, ich hab's gleich. Mhm. Genau, 23. Genau. Dann haben wir die Nötigung, das müsste 12 sein. Bestätige ich dir gleich. Moment. Nötigung ist 12, genau. Was haben wir jetzt noch? Nötigung, Widerstand. Die Körperverletzung haben wir rausgenommen. Wir hatten aber noch was. Genau. Wir hatten 4, oder? Ja, Moment, ich schau mal in die Akte. Ah. Den genötigt, dann hat er auf ihn geschossen. Das war Vermummungsverbot. Ach ja, das ist auch Penal Code. Ich glaube 3 müsste das sein. Sag ich dir sofort. Und definitiv Paragraph 6 Absatz 1 Penal Code.
Vermummungsverbot, Paragraph 3, genau. Perfekt. Also, ich habe jetzt Paragraph 23 CC, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Paragraph 12 Absatz 1 CC, die Nötigung. Paragraph 3 Absatz 1 PC, das Vermummungsverbot. Und Paragraph 6 Absatz 1 PC, der illegale Umgang mit Schusswaffen. Korrekt. Jetzt müssen wir noch unsere Zeugen benennen. Da hätten wir... Moment, jetzt muss ich wieder von Tablet auf PC. Jetzt müssen wir überlegen, welcher davon macht Sinn und welcher macht eventuell keinen Sinn. Also was können uns die anderen Zeugen sagen, was uns ein anderer Zeuge nicht jetzt schon hätte längst sagen können? Also ich würde definitiv Mr. Price brauchen wir auf jeden Fall. Weil der die Nötigung erlebt hat. Genau, korrekt. Also, PD 20 Price. Genau, und dann würde ich noch Luke laden. Lege gerade, brauchen wir Jones, der ihn festgenommen hat? Eigentlich nicht. Nötigung kommt Jones durch... Jones hat ihn ja nicht festgenommen. Luke hat ihn festgenommen. Achso. Also deswegen würde ich ihn nehmen und nicht beide. Nötigung kommt durch Price. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgrund der Nötigung, die gemacht wurde, ist ja Widerstand dann gewesen. Genau. Das heißt, das kommt alles durch Price. Wir brauchen also Luke, der ihn festgenommen hat wegen der Vermummung, weil der gesehen hat, dass er eine Maske auf hatte. Und dann haben wir es eigentlich, ne? Moment, ich schau kurz, wo das drin steht mit der Maske. Naja, derjenige, der ihn festgenommen hat, wird ja wohl hoffentlich wissen, dass er eine Maske aufhat. Das mit der Hasenmaske hat Luke reingeschrieben in der Aussage. Genau, dann laden wir noch PD06 ist das, ne? PD06 Luke, genau. LUC. Luke. Ja. PD06 Luke und PD20 Price. Und dann haben wir es eigentlich, ne? Würde ich fast sagen, ja. Mehr haben wir nicht. PD42 brauchen wir nicht. Ja. Obwohl PD42 auch gesagt hat, dass eine Hasenmaske drüber ist. Ja, aber dafür brauchen wir jetzt nicht noch extra Zeug. Ich finde Luke wichtiger, weil er ihn auch festgenommen hat. Ne? Er hatte definitiv ihm die Maske halt auch abgenommen. Bei Price können wir natürlich fragen, hat er denn eine Hasenmaske auf? Aber der hat ihn ja nicht festgenommen, der hat ihn nicht identifiziert im Endeffekt. Mhm. Das heißt, dafür brauchen wir halt Luke, um ihn eindeutig zu identifizieren. Korrekt. Was wir unbedingt noch fragen müssen, ist, ob, da müssen wir ihn darauf vorbereiten, den Herrn Luke. Also wir müssen vorher mit den Zeugen nochmal sprechen. Ob Mr. Luke Sichtkontakt verloren hatte zwischendurch. Weil wir kriegen ein Problem, das alles nachzuweisen. Wenn irgendjemand sagt, ja, also zwischendurch hatten wir keinen Sichtkontakt und dann irgendwann haben wir wieder einen Typen gesehen mit Hasenmaske auf und haben den weiterverfolgt. Aber in dem Fall nicht. Das ging alles relativ schnell. Ja, genau. Deswegen, da müssen wir also aber die Zeugen auch vorbereiten, dass das passiert. Ja, also wenn der Sichtkontakt verloren war, dann maximal während der vom Dach gesprungen ist durch die Dachkante, aber das ist irrelevant in dem Fall. Ja. Nur, dass wir darauf vorbereitet sind, weißt du? Ja, ja, finde ich gut. Gut. Dann unterschreibe ich jetzt das Ganze einfach mal. Das ist egal. Du bist dann am Sonntag aber auch als Beisitz dabei, ne? Ich bin Beisitz, richtig. Du bist der Vorsitzende. Okay. Ja, gut, weil ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich da die Reaktionsgeschwindigkeit habe, auf manche Situationen zu reagieren mit Einsprüchen. Deswegen hast du einen Beisitz. Ja, Gott sei Dank. Und einen erfahrenen noch dazu. So. Da würde mir jetzt der andere neue Kollege, der mit mir zusammen eingestellt wurde, weniger bringen. Was meinst du? Na, als Beisitz. Da bin ich froh, dass du dabei bist, weil du bist der Erfahrene. Der andere Kollege, der gleichzeitig mit mir eingestellt wurde, der ist genauso unerfahren. Wir lassen euch da doch nicht alleine. Ich weiß, finde ich super. Quatsch. So, unterschrieben ist es auch. Das ist eine sehr kurze Anklageschrift. Ich glaube, da freut sich Mr. Noir. Wenige Zeugen, da freuen sich die Richter. Großartig. DOJ. Wir sind aktuell vor Ort. Ja, können gerne vorbeikommen. Und natürlich noch rein. Oder? Alles klar, bis in ein paar Minuten. Anwalt Heribert Bayless. So, schreibe ich euch jetzt einfach mal mit rein. Ach, Bayless, Alter. Ja, das wird großartig. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Aber das Schöne ist bei Bayless, Einspruch, Einspruch, Einspruch. Ja, noch schöner ist, dass er den Gerichtssaal jedes Mal in Zirkus verwandelt. Ich habe jedes Mal das Gefühl, ich bin bei der Weihnachtsvorstellung vom Zirkus Krone. Wobei die wenigstens Klasse hat. Das wird lustig.
von Richmond und Bayless in Kombination. Das letzte Mal, als Richmond das ohne Anwalt gemacht hat, hat er sich von den Nesseln gesetzt. Also das macht er, glaube ich, nie wieder. Das ist vielleicht gesünder für ihn. Da hat er sich eher selber die ganze Zeit belastet, als dass er sich selber geholfen hat. Das war großartig, war wirklich schön. War auch, glaube ich, das größte Urteil, was wir bis jetzt hatten. Für den einen Fall, da durften wir noch 2 Akten machen. Für den einen Fall hat er 35.000 von uns bekommen und für den anderen Fall 80.000. Also insgesamt eine Gesamtstrafe 115.000 plus noch Schadensersatz. Das waren, glaube ich, auch nochmal 25.000. Gut, wir haben bei Widerstand, glaube ich, einen Richtwert bis 100.000 Dollar. Ja, das war auch Widerstand, ja. Dann wird das kostbar für ihn. Nee, pass auf. Ja, wir gehen auf jeden Fall drauf. Wir lassen das Vorstrafenregister bei ihm auch zu. Ja, dass er schon mehrfach aufgefallen ist wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ja. Und er schon mal verurteilt wurde mit 80.000. Da gehen wir definitiv drauf. Das Ding ist halt, das Urteil hat Chief gesprochen. Wenn wir den Chief wieder haben, ja, dann können wir definitiv sagen, okay, wissen Sie was, dann machen wir jetzt 100.000, ja. Und beim nächsten Mal gehen wir über das Maximalmaß, ja. Gewohnheitstäter. Genau. Wenn wir den Chief nicht haben, wird es tatsächlich unter 80.000 werden. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, ich weiß, dass die beiden anderen da ein bisschen zurückhaltender sind. Ja, finde ich aber ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Ja, weiß ich nicht. Weil, naja, was machen wir mit den Leuten, die wirklich komplett übertreiben und, keine Ahnung, rumrennen und 5 Leute umlegen, ja? Ja, gut. Ist halt schwierig, ne? Aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn du es denen jedes Mal so einfach machst, aus der ganzen Nummer wieder rauszukommen, ist halt auch für einen Quark. Ja, verurteilt ist verurteilt, ne? Ja, das ist richtig. Ob das so einfach ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ey, apropos, ich muss gleich erstmal zur Verwahrstelle fahren. Irgend so ein Rindvieh hat mein Bike abgeschleppt. So, das haben wir. Dann mache ich gleich noch. So, was dann passiert, wenn du das fertig hast? Dass du eine E-Mail schickst von der PO-Adresse. Die hast du hoffentlich schon. Aha. An das DOJ. Okay. Und am besten einfach Noah noch kurz darauf hinweisen, dass du gerade eine Anklage eingereicht hast. Okay, der wird jetzt nicht mehr da sein, glaube ich. Ansonsten guckt er sich das einfach halt in den Mails durch und dann macht er alles fertig. Der macht den Termin, der besorgt einen Richter, der besorgt die Sicherheitskräfte und so weiter und so fort. Das macht er jetzt alles. Mhm. Was wir machen müssen, ist Bayless ranholen. Also du musst entweder den Anwalt oder den Angeklagten halt informieren und die haben dann Pflicht, sich gegenseitig darüber zu informieren. Einen von beiden musst du aber Bescheid sagen. Na gut, dann würde ich einfach morgen über die Leitstelle von Bayless machen, sobald die da sind. Genau, den Rest macht das Legal Office dann. Okay. Also Zeugenladen etc. Zeugen vorbereiten müssen wir dann noch. Wie gesagt, wir müssen denen sagen, das war ihre Aussage. Das ist bei Price schwierig, glaube ich, weil der ist da, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, der arbeitet nicht so gerne mit uns. Kriegen wir hin. Wie gesagt, deren Aussage nochmal bestätigen lassen, ne, dass sie noch wissen, was passiert ist, wenn das so lange her ist und so weiter und so fort. Die nochmal die Aussagen vorlesen, denen vorher sagen, was wir hören wollen von denen und so weiter und so fort. Ja, das müssen wir alles noch machen. Mhm. Okay. Ich hatte mal zwei. Würden wir aber dann zusammen machen, nehme ich mal an. Genau. Ich hatte mal 2 Verhandlungen an 2 Tagen hintereinander. Ich glaube mir, das war eine absolute Katastrophe. Du hast Kopf zu nichts. Ja, verstehe ich. So, jetzt muss ich das Ganze noch irgendwie in vernünftiger E-Mail-Form kriegen. Moment. Das da bitte. Ich muss mal Owen fragen, ob er die Vorlage mal noch als OpenOffice-Datei speichern kann. Alles hin. So. Ich kann mir überlegen, wollte er das, glaube ich, auf dem Server haben. Der Mr. Noir. Dann laden wir das doch einfach. Gut, Unterschrift ist drunter, Link kopieren und let's go. Schubido. Kannst auch gleich, wenn ich die Mail geschickt habe, einmal ins Postfach vom PO gucken, gesendet. Dann siehst du ja, was wir da gerade abgeschickt haben. Da muss ich mich gerade nochmal anmelden. So, doj@start.gov.
Anklage, Schrift, AZ. Weiß ich natürlich auswendig. Immer schön, wenn man seine ganzen Notizen zumacht, weil man glaubt, man braucht sie nicht mehr und dann braucht man sie. Ja, stimmt. Rezept. Das weiß ich. Bliff? Ja, sie. Ich nehme die Zeugenaussage von unserem gestrigen Verlauf. Bei dem du mich dazu geholt hast und gesagt hast, dass ich den machen soll. Ja? Soll ich da einfach so moralisch mitkommen oder lieber gar nicht? Nee. Okay. Ganz arg liebe Grüße. Jep. Danke. So. Ihr sollt ja auch hier den Fall voranbringen, ne? Wir sind fertig, wir reichen jetzt gerade Anträge ein. Okay, sehr gut. So, sehr geehrtes EPO, ne, schreibe ich schon. LO. An bei die Anklageschrift zur Akte AZ. Ich schreibe da dann immer mit rein, dass wir den Termin schon fertig gemacht haben. Der Termin ist mit dem Attorney Bayless besprochen und 24. 21 Gesendet. Perfekt. So sieht das aus, wenn die Teile nicht verschoben sind. Du kannst den Anhang der E-Mail öffnen. Dann siehst du, wie das eigentlich aussieht. Weiß. Okay. Habe ich gerade gemacht. Sieht gut aus. Perfekt. Oh, ja, wie dann. Gesagt, bei mir verschiebt es leider die Grafiken immer. Ja, ja, alles kenne ich. Dann dein erster Fall als Vorsitz. Sehr gut. Yay. Kommst voran. Ich bin begeistert. Ne, du kommst voran. Werden wir sehen. Wenn ich den Fall verhaue, dann. Werden wir sehen. Hab ich noch nie gehört. Ja. Gut. Gut. Kelly, ja, dann ab zu Irish Night. Let's go. Alles klar. Wünsche viel Spaß, ja? Danke, viel Spaß euch auch noch. Danke, ciao. So lang Text hast du gemacht? Alter. Oi. Hey. Von wegen Irish Night. Björn? Oi. Kannst du mich eben kurz zur Verwahrstelle rüberfahren? Ach ja, da war ja noch was. Oi, krieg ich hin. Muss mir dann nur sagen, wohin. Genau. Yep. Hallo. Gibt's noch irgendeine Gefahrensituation oder kann man jetzt sagen, es ist. Also, ich habe jetzt nichts gesehen und ich habe einen MC, als ich bei Nico im MD stand, die Straße lang fahren sehen. Also, ich glaube, die haben sich verpisst. Okay, okay, okay. Wir standen zwar gerade 6 Bikes vor der Haustür, aber die sind schon wieder weg. Ja, das sind die, die ich wahrscheinlich dann wegfahren habe, sehen. Ja. Mhm. So, Sonntag Verhandlung, habe ich gerade eingereicht. Der Kater macht den Vorsitz. So. Ja. Ich habe gerade ein bisschen Freiraum, weil Daniel noch telefoniert. Wie würdest du mit mir umgehen? Wenn du wüsstest. Kann ich sprechen? Okay, wenn du wüsstest, es gäbe eine Gefährdungslage gegebenenfalls gegen mich.
könntest mir aber leider nicht konkret sagen, von wem, weil du dann den anderen Menschen in Gefahr bringen würdest, oder den Informanten in Gefahr bringen würdest. Warte, was? Ich frage, das ist hypothetisch. Das ist jetzt, ja, aber das ist sehr konstruiert. Ich habe es nicht ganz verstanden. Okay, pass auf. Du weißt von einem Informanten, ja, dass ich in Gefahr bin. Ja. Also ich weiß genau, es, dass du in Gefahr bist, ja? Genau, von einem deiner Informanten. Ja. Genau. Ja. Und du kannst mir nicht sagen, welcher Informant das ist. Du kannst mir nichts Näheres sagen. Ja. Ich muss dir einfach nur vertrauen, weil du sonst dann den Informanten in Gefahr bringen würdest. Ja. 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 Und du sagst mir einfach nur, Owen. Vertrau mir. Genau, vertrau mir. Wenn du dich zum Beispiel da und dahin begibst, das könnte nicht gut für dich enden, ja? Und ich würde jetzt reinhalten und sagen, boah, sag mir aber den Informanten. Ja. Wie würdest du antworten? Nö. Okay. Alles klar. Wieso? Um wen geht's? Okay. Also um welche Konstellation? Nee, yeah, das war's schon. Ich danke dir. Nee, aber um welche Owen? Ja? Um welche Konstellation geht's? Was ist passiert? Nichts ist passiert. Also es ist was passiert. Owen, und ich wollte ja schon den ganzen Tag mit dir sprechen. Ja, richtig. Wir sprechen gerade. Jetzt habe ich keine Zeit. Ich muss Daniel jetzt befragen. Doc, hier draußen in der Kälte. Owen? Ich habe... Danach rufst du mich bitte sofort wieder an und wir reden da nochmal drüber. Ohne den heißen Brei. Ohne den heißen Brei. So, haben wir jetzt eigentlich alle, wir wurden ja noch 50.000 Mal angerufen. Adriano. Hinten hat angerufen, hat denn der angerufen, als ich telefoniert habe? Oh, scheiße. Einen wundervollen... Ah ja, Mr. Keaton, Sie hatten mal versucht, mich zu erreichen. Da war gerade besetzt, glaube ich. Ich hatte versucht, Sie zu erreichen. Ja, es ging um den gleichen Fall tatsächlich, wie was der Quint von Ihnen wollte. Ah, okay, alles klar, dann hat sich das erledigt. Da wunderbar. Hat sich das bereits erledigt, ja. Dankeschön, Mr. Keaton. Ciao. Tschüss. Ach so. Kurz. Ach, ist schon wieder am, du weißt nicht, schlafen. Oh. Hilfe? Leute, du bist schon wieder am Schlafen. Wir finden... Wieso ist hier eine Handflöte drin? Wir finden so nicht zueinander, Joey. Scheiße. Ach, nee. Kriegt mir wieder den ganzen Tag der Magen weh. Ah. Weißt du, Joey? Ist auch wirklich schwierig. Ja? Man muss sich um alles kümmern, den ganzen Tag. Ja. Und worum muss man sich auch kümmern? Richtig, um sich selbst. Ich finde das wirklich echt ein bisschen schwierig, ja. Weil ich kümmere mich gerne um euch. Ist gar kein Problem. Manchmal vergesse ich mich dabei selbst. Und das kannst du jetzt interpretieren, wie du möchtest. Ja, hast mich schon richtig verstanden. Nee. Ein Schmerzmittel dabei. Jo. Rein damit. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Habe immer noch Magenschmerzen. Toll.
Muss ich mal umziehen. Liv fühlt sich unwohl. Anzüge. Bah. Ekelhaft. Oh. Ja, ah, oh, oh Gott, bis wen? Ja. Ja. Ey, ich hab mich gerade umgezogen, Mann. Ja. So, also. Pass auf. Ja, pass auf. Jetzt ist folgende Frage. Ja. Muss ich mich jetzt ausstempeln gehen oder ist es so, wenn ich zur Not was am Mann ist, bin ich erreichbar? Ja, dann lass dich eingestempelt. Wenn ich dich anrufen kann, wenn ich hier alles am Brennen ist, dann bleib eingestempelt. Alles klar. Ja, also ich bin zur Not erreichbar. Viel Spaß beim Date. Wie viele Frauen hast du eigentlich mittlerweile? Hast du noch für jede ein eigenes Haus? Tatsächlich nicht. Oh. Was? Warte mal, dann sind es aber mehr als zwei. Coldwell? Also du hast ja selbst gesagt, dass ich da nicht so, mich zu festlegen sollte. Nein, muss auch nicht. Freundschaft plus ist das, Zauberwort. Bist du, ja, also... Dann kannst du daten, wen du möchtest, wenn du Freundschaft plus hast. Ja. Genau. Ja. Ne? Achso, also, wie viele Freundschaft plus hast du denn? Auf jeden Fall Minimum eins, ne, wo man sich da nochmal regelmäßig trifft. Und jetzt gucke ich gerade, ob daraus noch eine zweite wird. Ah, ja, schön. Ja, zwei ist eine gute Zahl, Kurt, wie kann ich das sagen? Zwei ist eine gute Zahl, ne? Ja. Zwei ist eine gute Zahl für Freundschaft plus, ja. Gut. Ja. Wir müssen nur unbedingt vermeiden, dass wir nicht gleichzeitig mal hinten im Garten sind oder so. Wir können auch einfach mal so ein, keine Ahnung, wie viele du hast, so ein Achterdate machen oder so. Ja. Oh Gott, ich stell dir mal so ein Mix-Update vor oder so, ja? So super random, ja? Aha. Pass auf. Und... Show me yours, I show you mine, Coldwell. Oh Gott. Ich bring sie alle mit, wenn du möchtest. Das ist gar kein Problem für mich. Und dafür mieten wir doch auch irgendwas an, so extra, weißt du? Naja, so ein ganzes Hotel, weißt du? Ja. Kriegt jeder sein eigenes Zimmer. Natürlich. Da kannst du klopfen gehen, wo du möchtest. Na klar. Oh Gott. Ja, gut, ich muss mal Telefonate führen. Viel Spaß. Telefonate, ja, na klar. Mehrzahl. Na klar. Oh Gott, das will. Hi Liv. Jade, du hattest in der Verhandlung angerufen. Wie kann ich dir helfen? Ja, es geht um den Fall, die Akte, die ich von dir geholt hatte. Wollt ihr das Ganze gerichtlich machen? Ich meine, es geht halt gegen Bayless und Bayless ist ein Anwalt mit Kanzlei. Ja. Naja, das. Ja, und? Ich meine, es geht halt um Entführung, deswegen frage ich. Also. Sagen wir so, ich hätte es jetzt nicht unbedingt als Dings gemacht. Ich bin mir aber zu 100% sicher, dass Bayless das möchte. Und mein Kollege, den ich dann auch den Vorsitz überlassen möchte, weil der noch keinen Vorsitz hatte, hat auch gesagt, dass es halt öffentlich relevant ist, aufgrund dessen, dass er halt Anwalt ist, dass es um eine Entführung geht, etc. pp. Dementsprechend würde er auch eine Verhandlung machen wollen. Und dann halte ich mich natürlich dran, ne? Na klar. Möchtest du eine außergerichtliche Einigung ansprechen, oder? Nein. Weil ich würde tatsächlich das wahrscheinlich über unsere Kanzlei und über BCE laufen lassen, weil das ist für unsere Kanzleien tatsächlich relevant und interessant, dadurch, dass da ein Anwalt so dermaßen, kriminell handelt. Gerade ja, genau, deswegen ja die Öffentlichkeitswirksamkeit, ne? Ja. Und gerade eben dadurch, dass auch Zane ja bei ihm angestellt jetzt ist wieder. Wer? Ach, warte mal. Hier, der Strafvereitelungsanwalt, ja? Ja, der ist bei Bayless angestellt. Nein. You don't say. Doch. Der verurteilte Strafvereitelungsanwalt ist jetzt bei Bayless. Ja, das ist ja Bayless interessant. Ja, genau. Und Bayless und für zwei Leute. Ah.
ist ja ein Ding. Vielleicht können wir da mal eine ganze Kanzlei zumachen, das ist ja toll. Ja, ich dachte es mir nämlich dann auch. Ja, dann gucken wir doch mal. Vor allem, weil Tyrese, das waren seine offiziellen Worte zu mir, Harvey ist ein schlechter Chef und er kommt ja super mit Bayless klar und es ist so ein wundervoller Chef. Und wenn man jemanden so lobt, der scheinbar Leute entführt, du, also Liv, ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Nee, guck mal. Ja, nee, also wir gehen, also, ne, wie gesagt, mein Vorsitzender hat gesagt, nö, und wir gehen vor Gericht, also das ist klar. Dann macht ihr wahrscheinlich Nebenklage? Wir werden dann in die Nebenklage reingehen, genau. Machst du das dann persönlich oder macht das Bosch? Ich hatte nämlich gesagt, ich bin eigentlich nur als Worst Case immer da für Zellen und ähnliches. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Wird auf jeden Fall dann Richtung Harvey gehen. Aber dann schreibe ich das mit rein. Alles klar. Alles klar. Okay. Gerne. Ciao. Ciao. So, die Aussage wollte ich mir eh mal durchlesen. Also, Herr Paschulke ins DOJ gebeten zur Zeugenaussage, dort fing er an, mir den Tattag zu berichten. Ich stand mit der Frau Katana Kobayashi an der Tankstelle, wo dann Herr Bayless mit einer Limousine vorgefahren wurde und da sprach er mich an und meinte zu mir, wir fahren in sein Büro und besprechen das Praktikum. Daraufhin stieg ich und Frau Kobayashi in die Limousine, und also freiwillig, und nach einer Zeit fragte ich, dass nicht der Weg zu seiner Kanzlei war, wo wir hin wollten, wo wir denn hinfahren. Daraufhin antwortete er, dass das nur ein Vorwand war, hat sogar zugegeben, und wir jetzt zu Ali fahren, und daraufhin war es leise. Und ich nutzte die Gelegenheit, bei der Polizei anzurufen. Also, na, das ist ja das, was uns auch passiert ist. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen wurde man in ein Auto gebeten und ist dann ganz woanders hingefahren. Das ist uns auch passiert und wir waren uns alle einig, dass das definitiv eine Nötigung ist, ja? Weil ich musste Anzeige erstellen deswegen. Da ich neben dem Fahrer saß und die mich hinten nicht reden hören konnten und nach einer Zeit, weil es so ruhig war, fragte Bayless Fahrer und mich, warum so leise. Woraufhin der Fahrer meinte, dass ich mit der Polizei rede und daraufhin wurde der Bayless sauer und in Höhe altes Casino, wie ist das, das alte Casino, tauschte er, ach Gott, ich kann das nicht lesen. Valentini, bisschen Konzentration bitte beim Schreiben. Tauschte er mit dem Fahrer den Platz, mit den Worten, ich fahre weiter, es reicht mir. Und wir fuhren weiter bis uns in Höhe. Yellow Check, die Polizei uns kontrollieren. Ich lese gerade Akte, warte kurz. Yellow Check, die Polizei uns kontrollieren. Denn, wo nach meinem Verständnis sich die Polizei eher um den Bayless als um mich kümmerten. Daraufhin versuchte ich diese mit der Aussage, ich löse das hier einmal auf, sie haben den Test nicht bestanden, Aufmerksamkeit bekommen. Was aber ein bisschen schief ging, daraufhin wurde der Bayless entlassen und fuhr weg und ich konnte die Polizei alles erklären und nahm die Anzeige. Ich habe, glaube ich, gerade eine Schlaganfalle bekommen, als ich das gelesen habe. Ja? Weißt du, was das Schlimmste ist, wenn du. Ich hab gerade beim Lesen einer Akte einen Schlaganfall bekommen. Hilfe. Ja? Weißt du, das Schlimmste ist, wenn du eine Anwältin datest, ja? Nee. Muss die mit Anwalt erstmal irgendwie loswerden. Muss ich den heute anders loswerden als gestern? Ja, absolut richtig. Naja, also treffen wir uns wieder hier jetzt gerade offiziell, um eine Akte zu besprechen. Ja, natürlich. Wie immer. Weil weißt du, was. Aber warte mal, du datest doch von. Ist Bayless hier? Oder was? Weißt du, was langfristig noch komplizierter werden könnte? Nee. Ich kann dir vielleicht Bayless kurz abnehmen, wenn du möchtest. Wenn du zwei Personen aus derselben Kanzlei datest. Oh. Bayless ist gerade nicht hier, schade. Ich weiß, sie kommt mit Willibert. Wer ist Willibert? Ferguson oder was? Wilfried oder Wilfried. Ich nenne mal Willibert. Wilfried, was weiß ich, wie er ist Ferguson, glaube ich, ne? Ja. Ist er schon da? Dann sage ich denen, dass die am Sonntag eine Verhandlung, dass das stattfindet am 21 Uhr. Super. Pass auf. Jetzt kommst du ins Spiel. Hm? Ja? Kannst du ab einem bestimmten Punkt Willibert übernehmen? Nee, auf gar keinen Fall.
Ich sag denen nur, dass am Sonntag die Verhandlung stattfindet. Das war's, dann bin ich wieder weg. Ich habe genug zu tun. Apropos genug zu tun. Könntest du mit so einem alten Mann vielleicht auch mal auf ein Date gehen? Ich meine, wäre auch mal was Neues, oder? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich soll jetzt Dates machen, damit deine komischen Datereien da nicht auffliegen, oder was? Das wäre ja mal eine Möglichkeit. Nö. Nennt man Strafvereitelung. Das nennt man Strafvereitelung. Dafür bin ich nie zu haben. Da kannst du schön selber durch die Strafe. Das Problem ist, gestern habe ich ihn mit weggelockt und wir müssen das Auto reparieren fahren. Deswegen musste er Fahrrad fahren. Naja, gut, ich lasse mir was einfallen. Ja. Ist schon Grete. Ja. Ich glaube an dich. Ja. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Oh Gott, das will. Jesus Christ. So, wir haben Herrn Bayless immer noch nicht befragt zu der Akte. Schade. Okay, also die Akte liegt brach. Die Akte mit Carter ist jetzt Anklage eingereicht. AE. Speichern. Scheiße, das unten müssen wir rausnehmen. Das haben wir jetzt in der Anklageschrift stehen. Speichern. Gut. Der hier ist immer noch auf der Fahndungsliste. Dafür brauche ich Laser. Schießerei Empire. Ach, ich habe schon wieder vergessen. Ich muss mir Notizen machen. Ich habe schon wieder vergessen, was ich hier wollte. Oh. Massenbefragung. Empire. Mal wieder. Stehe. Ach, meine Zellensachen von gestern kann ich mal machen. So, pass auf, die Zellensachen von gestern. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt bei Ali Ahmad in diese scheiß Akte reinschreibe, dass wir seine Hose in der Zelle festgehalten haben. Die Hose, die dieses Messer trug und die Hose, die geschossen hat. Das war so bescheuert gestern. Scheiße. War das überhaupt gestern? Das war vorgestern, ne? TV hat in der Tankstelle geschossen. Wir fuhren den Shop-Alarm an. Als wir uns der Tankstelle hörten, wir einen Schuss. Der TV blieb erst noch an der Tankstelle stehen und versuchte, sich hinter den Regalen zu verstecken. Nach mehreren Aufforderungen, den Tankstelle zu verlassen, kam der TV mit der Hupen hinter den raus. Sehr gut. Das heißt, die haben nicht mal den Shop-Raub mit reingeschrieben. Vielen Dank, lieber Herr Hoffmann. Das ist wirklich, wirklich sehr nett. Dankeschön. So. Aussage Mr. Ahmad. Ali Ahmad. Mir gerade eine erste Waffe im Nation geholt, die Einweisung durch den Verkäufer war leider sehr schlecht. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass das meine Waffe ist, habe sie dann einfach eingesteckt und musste noch tanken in der Tankstelle. Ging die Waffe in der Hose einfach los. Die war wohl nicht mal gesichert. Ich kann Ihnen hier auch das entsprechende Loch zeigen. Wurde zum Glück nicht selbst verletzt. Das PD informierte. Ich mich aus Angst
Akte in den Zellen übernommen. Glaubhaften Ermittlungen. So, bist du schön. Herr Ahmad, das nächste Mal kommen sie nicht so weit einfach davon, ja? Wartet nur. Wir wissen natürlich alle, dass einfach aufgrund der Mechanik des Spiels es nicht möglich ist, dass einer dieser Verkäufer einen Shop-Alarm auslöst, ja, wie die Polizisten da gerade geschrieben haben, ohne dass er bedroht wurde aktiv mit einer Waffe. Das wissen wir alle. Aber wir spielen hier RP, ja? Und deswegen, wenn die Leute sich Mühe geben mit ihren Geschichten, ja, dann bin ich auch sehr geneigt, denen das einfach zu glauben. Ja, und ich fand die Geschichte großartig. Und dass wir dann die Hose in die Zelle eingesperrt haben, weil die Hose hat ja geschossen. Ja? Die Hose hat ja geschossen. Dann haben wir ihm gesagt, dass er die Hose ausziehen soll und wir lassen die Hose einfach in der Zelle. Die sitzt quasi für ihn das Ganze ab. Und dann ist er halt wirklich ohne Hose, nur in Unterhose, dann wieder aus der Zelle rausgekommen und nach oben und dann nach Hause. Das finde ich halt viel lustiger, als ihm jetzt irgendwie, keine Ahnung, $1000 für ein Schöppchen zu geben. You know what I mean? Das ist halt so, man kann auch einfach mal ein bisschen lustiges RP einfach mal zulassen. So. Achso, ich muss natürlich noch auch meinen Tag da rausnehmen, sonst verschwindet das da nicht. So. Sonst wird mein Schreibtisch nicht leerer. Da arbeiten wir ja gerade dran. So, Ricardo Juarez, das war der andere. So, da war es aber so, dem haben wir was gegeben, und zwar $1000, und die hat er schon abgesessen gehabt. Stille Alarme, dass ihr auf seid, und es stehen keine Zeugen. Oh, und ich weiß natürlich nicht mehr, welche Officer das waren. Wer hat die Akte erstellt? Oh Gott. Akte in den Zellen übernommen. Weiß ich noch, welcher Officer das war und was er gesagt hat? Keine Ahnung mehr. Konfisziert von PD 86. Also PD 86 wahrscheinlich. An der Tankstelle, das weiß ich noch. Schreib's einfach BT86 hin, er hat ja schon angenommen. Hat ein Messer in der Hand oder ein Hammer? Messer. Warte mal, nee, das haben sie nicht gesehen, ne? Nee, das war die andere. Das war ja das andere. Ja, Jade? Soll ich dir jetzt was ganz Lustiges erzählen? Ja, lustig finde ich immer gut, ja. Wahrscheinlich werden alle drei Kanzleien den Fall vertreten. Weil sie alle persönliches Interesse an der Schließung von Bayless, Will und Partner haben. Ja, aber halt, stopp, jetzt, Jade. Mhm. Als was wollt ihr denn da alle drei auftreten? Anwälte? Ja, als was? Nebenklage? Für euch selbst, oder was?
Nein, für unseren Mandanten. Der Mandant hat jetzt 3 Anwaltskanzleien, oder was? Willst du mich verarschen? Nein, also ich werde das morgen den anderen vorstellen. Ich werde das auch dem Mandanten vorstellen, das Konzept, weil er selber ein sehr großes Interesse daran hat, dass Herr Bayless nicht mehr praktiziert, nachdem er sehr schlecht von ihm behandelt worden ist. Und ja. Ei, ja, das dürft ihr mit dem Richter klären, ne? Da habe ich nichts mehr zu tun. Na klar, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Na, ist klar. Ja, ciao. Ciao. Tschüss. Gute Nacht, Mindermohn. Tschüssen. Ach ja, warte mal. Wir müssen noch was ganz anderes machen, ne? Mir fällt noch gerade was ein. Mir fällt gerade noch was ein. Für alle, die noch dabei geblieben sind. Schöne Sachen. Okay, bei mir hängt alles. Ich kann doch nichts machen. Oder doch? Oder doch? Sehr gut. Niesen kann ich vor allem auch. Niesen war gut. Oh. Entschuldigung. So. Mann, wer ruft denn? Ach Mann, ich bin doch aber. Ja, Piep. Hey, Zane! Na, wie kann ich dir helfen? Oh, du bist Zane. Ah, ich wollte nur mal fragen, warum du nervig bist. Ich hab dich in meinem Telefon unter nervig eingespeichert, aber ich weiß wieder wieso. Wegen meiner Stimme? Nein, weil du Stadtanwältin bist! Absolut richtig, Piepe. Absolut richtig. Na, soll ich dir mal was zeigen? Wo bist denn du gerade? Nee, komm mir lieber nichts zeigen. Okay, ich wollte dir wirklich was Cooles zeigen. Ja, ich habe das Gefühl, dass du mir was nicht so Cooles zeigen möchtest. Bin ich schon so drauf. Hast du was gewonnen? Was hast du denn gewonnen? Ja. Ja, das möchte ich dir zeigen, weil wenn ich dir jetzt sage, dann ist es nicht mehr so cool, wenn ich vorkomme. Ich habe kein Motorrad gewonnen. Ja, es ist gut, dass du kein Motorrad gewonnen hast, weil sonst wüsste ich ja jetzt, was du mir zeigen möchtest. Dann hättest du ja keinen Grund mehr. Ne? Also, wo bist du? Ja, da, wo ich arbeite. Okay, komm vom DJ. Na klar. Bis gleich. Ein Herr Briggs kommt gleich vor dem DOJ vorgefahren mit seinem neuen Motorrad. Er möchte mir zeigen, was er gewonnen hat. Er ging aber dran mit, ich weiß wieder, warum sie nervig sind, weil sie Staatsanwältin sind. Ich möchte ihnen was zeigen. Schön. Brooks. Nee, Briggs. Briggs. Piep. Auch genannt. Ah, Paper Briggs. Absolut richtig. Kein unbeschriebenes Blatt. Richtig. Ja, aber es sind nicht so viele Akten. Ja, nicht so viele wie bei Mikey Boof. Bei weitem nicht. Nee. Ist das ein Kumpel von dem, oder? Yep. Die haben mich zumindest beide gleich in ihrem Handy eingespeichert als nerviges Zane. Das weiß ich. Also Pepe hat 12 Akten. Weiß auch nicht, wie das kommt. Und Mikey hat 5 Seiten mittlerweile, wenn nicht sogar 6 mittlerweile. Mittlerweile sind es knapp 50 Akten. Ja, ja, 5 Seiten, sag ich ja. Mit, von Richmond kommen sie fast auf 100. Ist der das, der da gerade angejobbt kommt? Oh Gott, ja. Zane, schau dir das an, was ich gewonnen hab. Eine Unterhose. Oi. Nein, da draußen. Ich war gerade bei so einem Box-Event und dann habe ich alle besiegt. Du hast alle umgeboxt? Der teuflische Zerstörer habe ich mich genannt. Und dann habe ich eine Sanctus gewonnen. Nein, ernsthaft jetzt? Eine Sanctus? Sanctus, schaut's euch an. Holy shit, du bist bestimmt der Erste in der Stadt. Wow. Okay, du bist wahrscheinlich der Erste in der Stadt. Und hat sich's gelohnt, dass ich dir das gezeigt habe? Absolut, ich bin absolut begeistert. Warum hattest du Angst zuerst? Wer sagt denn, dass ich Angst hatte? Naja, du wolltest nicht, dass ich dir was zeige, also. Muss ich Angst haben vor dir? Ja. Wieso? Ich bin angeklagt wegen Mord, 2-mal. Du bist angeklagt wegen Mord? Ja, einmal versuchter Mord und einmal Mord. Ist das so? Weil ich einen Witz gemacht habe. Warte mal, du hast einen Witz gemacht, während du jemanden abgestochen hast, oder wie? Nein, ich hab zum Taxifahrer gesagt, hey, ich habe jemanden umgebracht und jetzt bist du Mittäter, weil ich es dir gesagt habe. Und dann ist er zu den Kopf gerannt. Ah, verstehe. Und hast du jemanden umgebracht? Nein, habe ich nicht. Okay, ja, dann ist doch alles gut, oder? Ja, eben. Solange ich es noch nicht gemacht habe, ist ja alles gut. Nee, du machst es ja nie. So lange ist alles gut. Ja, aber ich werde wahrscheinlich mal bei einem Mord dabei sein. Warum? Weil ich fange jetzt demnächst bei Reason News an. Ich habe meine eigene Show, die Piep-Show.
Warum wusste ich das? Dass es wahrscheinlich die Piepshow ist. Oh ja, das wird gut, sag ich dir. Und dann werde ich vielleicht hoffentlich ein paar Klicks bekommen, indem jemand abgestochen wird und stirbt. Und ich filme das. Ich weiß wirklich nicht, was ich zu dir sagen soll, Piep. Am besten gar nichts. Aber schönes Motorrad. Danke. Passt du dir. Dankeschön, ja, ich werde jetzt mal weiter rumcruisen und meinen Leuten und den Leuten meinen. Oh, da hinten kommt noch mehr. Ey, ihr da, komm mal raus hier, ich will was zeigen. Ja, warte kurz, ich hole die mal. Sehr gut. Die drei müssen jetzt mal unbedingt mit nach draußen kommen. Mr. Baby Briggs möchte uns allen etwas zeigen. Er ist so begeistert. Dadurch, dass die heute nicht erreichbar sind, konnte ich noch keinen neuen Termin vereinbaren. Komm mal mit raus jetzt, komm. Tut ihm den Gefallen, sonst geht der nie. Ich einfach verjähren lassen, das wird doch zu einfach. Oh je, wollen sie den loswerden? Ja. Eingereicht wurde. Oh je, okay. Guck mal, ich hab sie extra mit rausgebracht. Das oh, an. Wow. Das hab ich gewonnen bei dem Boxkampf. Schau den Jung. Ich bin begeistert. Wirklich, steht dir hervorragend, Piep, und du musst auch immer oben ohne fahren, das ist wichtig. Ich sag's euch. Am besten mit Helm und, oder Helm vielleicht am besten barfuß. Barfuß ist noch perfekter. Ich bin auf dieses Motorrad stolzer als auf meinen Sohn. Ich habe nämlich einen 2 Jahre alten Sohn in New York. Was, ein Sohn? Ja, durch... Was macht er in New York? Ich war mal auf in so einem Puff, da habe ich eine Frau kennengelernt, Hamon TC. Und dann habe ich sie geschwängert und jetzt habe ich Daniel Briggs heißt er. Mein Sohn, 2 Jahre alt. Ich bin begeistert, also das sieht toll aus. Gut. Ich hoffe auch. Ja, ist echt. Auf seiner Mutter nicht. Schön. Bist du wieso? Hier ist eine Notte. Ich habe die perfekte Idee. Noch stolzer, dieses Motorrad zu präsentieren, ist es, wenn du es auf der Straße präsentierst und zwar mit dem Motorrad rumfährst. Am besten da in dem Stadtpark oder in dem Mirror Park da. Wer? Oh, beim Techno-Festival wird das bestimmt. Richtig, gut genau, ankommen. Das Techno-Festival. Nein, wer hat gefragt, du blöde Bitch? Wir hören uns. Wow. Wie bitte? Wow, Piep. Okay, darauf gehe ich jetzt. So. Nee, lass aber gut sein. Aber wenigstens da weg. Ja, lass gut sein. Ja. Vielen Dank, Anna. Sehr gerne. Danke. Jesus Christ. Gut. Wie geht's denn Ihren Verletzungen? Ist da wieder alles gut? Ey, das ist schon... Ach so. Also meine sind schon ein paar Tage her. Mir geht's super. Die beiden Herren sehen ja auch wieder relativ stabil aus, ne? Ja. Wieso? Mir ist noch nie was passiert. Ja, Ton, ich hab dich schon wieder mit dem Internet gesetzt. Gar nicht so viel abbekommen. Aber ich geb's nicht zu, weil das wäre wieder peinlich. Was? Wieder, wenn ich nicht da war, kann ich auch nicht angeschossen werden. Ach so, ja. James hat es erwischt. Aber ich wollte nochmal nachfragen, weil das wurde mir so erzählt. Weil ich war ja bei der Gerichtsverhandlung auch mal, hab da mal zugehört und da waren sie auch und da wurde dann halt gesagt, dass sie auch verletzt waren. Deswegen wollte ich nochmal nachgefragt haben. Ja, ist ja nett. Sehr gerne. Dann einen schönen Abend noch. Dankeschön, gleichfalls. Sehr ciao. Gerne. Thema, mein Name vergisst du nicht. Mhm. Ich hab's nicht zugegeben, du kannst es nicht verwerten. Ja, ist ja okay. Mhm. Hat einer sein Auto angelassen? Das ist, glaube ich, so ein Du-Problem. Nicht ganz ehrlich. Ich glaube, ich entspanne mich mal. Ich glaube, das hilft nicht. Ja, befürchte ich auch. So, dann gehe ich mal wieder rein zu meinen Akten. Klar, Aktenarbeit, so viel Spaß. Warum da 19 Uhr drin stand? Ich versuche gerade nebenbei was zu machen, übrigens, nicht wundern. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen ruhiger zu euch. Ey. Schaut in die Augen. Mein Gott, als ob er jetzt gerade den Sanctus. Och, nö, gewundert. Zane? Hallöchen, Frau Sister Bushida hier. Ja.
kurze Info, der Herr von Richmond hat seine Haft gestern abgesessen. Ne? Ich nehme den jetzt wieder von der Fahndungsliste runter, nur dass sie das Bescheid wissen. Von Richmond steht bestimmt auch noch. Warten Sie kurz, ich muss dann die Akte noch rausschreiben, damit ich auch weiß, welche Akte also das ist, ja? Okay, also der hat gestern 120 Hafteinheiten abgesessen. 120 Hafteinheiten. Dankeschön, Frau Süßauer. Genau, da haben wir ihn gestern reingesessen. Gerne. Okay. Tschüssi, nehmen Sie ihn runter, dann oder soll ich runternehmen? Ich kann ihn runternehmen, alles gut, ich mach das. Okay, danke. Ciao. Tschüssi. Jetzt habe ich auch endlich die Nummer von Frau Süßauer, die ich noch nicht hatte. Ich werde mir merken, dass das Frau Süßauer ist. Nico, das ist gegen unbekannt. Jetzt, Alter, mach nicht mehr Arbeit. Ich bin ganz ehrlich. So. Mach mir doch nicht noch mehr Arbeit. Was ist mit dem? Ja, ja. Eigentlich ist das der richtige Moment, um mal wieder Dings anzumachen, ne? Volume. Ah, ich hab's gleich. So, dann wieder an. Blö. Blö. So, ihr müsstet demnächst ein neues Emote bekommen, Leute. Hat mich schön. Ist es denn schon da? Guck mal kurz. Funktioniert noch nicht. Schade eigentlich. Ja, mach das, Nico. So, was habe ich verpasst, während ich gearbeitet habe? Das ist ja doch schneller wieder los, als er es hatte. Ja, auf jeden Fall. Oder eine Piepshow. Hallo, Pate. Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Genau, Quacker, das wurde dir ja schon erklärt, was das bedeutet. Bye bye Wire, auf Wiedersehen. Ja, ja, und nach Fahrstuhlfahrten sollte man eigentlich auch immer entspannen und so. Das hat damit zu tun, dass die Fahrstühle dann die Personen fressen, dann sieht man die manchmal nicht und dann redet plötzlich einer mit dir, obwohl du den gar nicht siehst. Das ist dann aber ganz witzig. Hat einmal tatsächlich dafür gesorgt, dass ich mich mit jemandem unterhalten habe, dann in dieser Unterhaltung, weil ich ja dachte, es ist niemand anderes da, was sehr sensible Informationen geteilt habe, um dann festzustellen, dass plötzlich eine dritte Stimme gesprochen hat und ich ihn überhaupt nicht gesehen habe. Und ich gerade aus Versehen sensible Informationen mit einer dritten Person geteilt habe, weil ich sie nicht gesehen habe. Menschen fressen Aufzüge. Nee, wir senden, dann sagen immer seelenfressend. Seelenfressend. So. In welchem Fall war ich denn gerade? Den Aussagen von gestern, ne? Aus den Zellen. Und ich da jetzt nicht das erst wieder zu den Officern zurückgeben muss. Ach Gott.